So, meine Herren, willkommen hier zurück zur ersten Folge. Okay, mein Handy spinnt gerade extrem rum. Keine Ahnung, was da passiert. Heute sind wir im Kartenshop. Und wir wollen mal heute den Kartenshop Großvater. Ich möchte das mal gerne kaufen. Und ich möchte gerne auspacken. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Oho. Oh. Ich habe ein Dialog, sorry. Oh mein Gott. Oh, fuck. So, wir kaufen noch eins. Wir kaufen noch eins. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Ah, fuck. Okay, ihr seht so, Karten kaufen locker, leicht, simpel, simpel. Und wir gehen natürlich wieder in den Einzelplayer. Und mein Handy, es weiß einfach nicht, was es machen soll. Wir gehen einfach auch mal auf Yu-Gi-Oh! Und dann gehen wir auf der Meister unter den Zauberern. Wie sich das Battle City Turnier fortsetzte, erfuhr Marek, dass die ägyptische Götterkarte, die er versuchte, gespielt wurde. Obelisk Peiniger wurde gespielt. Ja, von einem kleinen Moment im Battle City. Und wir haben den Besitzer der Karte in die Sidokaiba. Natürlich, woher wusstest du es her? Das ist ganz einfach, meine Schwester Ichizu schwörte sich gegen mich. Sie gab Kaiba diese Karte, um mich aufzuhalten. Ich hätte wissen müssen, dass Ichizu hinter diesen Kartenturnier ist. Sie nutzt ihre Millennium-Halskette, um die Ereignisse des Battle Cities vorherzusehen. Ichizu wusste, wenn sie Obelisk der Peiniger zu Kaiba gab, würde er ein Turnier aus Gier werfen und die anderen ägyptischen Götterkarten zu erhalten. Ja. Soll ich ein Team von Raritäten, die hier zu Kaiba bestellen, um ihn einen kleinen Besuch abzustatten? Nein, lass Kaiba sein Spiel. Sende Arcana und Yugimoto auszuschalten. Später im Battle City Turnier lockte ein seltsamer Clown Yugi zu einem geheimnisvollen Versteck mit gefährlichen Apparaten. Willkommen, Yugimoto. Ich bin der Illusionist, bekannt als Arcana, und bald wird deine Lieblingskarte Dunkle Magier für mich duellieren. Nur wenn ein wahrer Meister der Illusion verdient es, ein Dunkle Magier zu erhalten. Du wirst nie sein volles Potenzial verstehen. Das ist genug, Arcana. Ich weiß, es ist schwer, deine Lieblingskarte in einem Deck eines anderen Duellantes dir vorzustellen. Nun, ich fordere dich zu einem Duell. Der Gewinner wird das Verlierers dunkler Magier nehmen. Und ich akzeptiere. Du musst wissen, dass wenn ein Duellant sein Deck baut, wählt er seinen Favoriten aus vielen verschiedenen Arten von Karten. Aber manchmal kann eine Karte ein Duellant wählen. Die beiden sind verbunden und der Duellant kann die wahren Macht der Karte antippen. Weil jeder durch das Herz der Karten gebunden ist und der Dunkelmagier hat mich gewählt. Genug, lass uns unsere Decks mischen und die Show beginnt. So, wir sehen und staunen. Oh, wir haben die dunkle Magierin! Das Mädchen! Oh, nice, oh, nice. Oh, 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 oh. Oh, wir sehen hier, wir können zwei Fusionen schön machen. Geil wäre natürlich der hier, die Fusion. So, und wir legen erstmal Spiegelkraft. Dann legen wir unseren Biberkrieger. Wir setzen ihn. Und dann... Die Karte ist auch ziemlich nice. Wir könnten Dunkelmager beschwören, aber damit lasse ich erstmal. Ich warte erstmal ab und beende damit meine Runde. Du bist dran. Oh, schöne Puppe. Ja, klar, aktiviere ich die Karte. So kann er nämlich Spiegelkraft... Seine Beinkarten werden sogar zerstört. Er holt sich wieder Geburt, holt sich eine Karte wieder. 1700, ja gut. War irgendwie schon halb klar, dass er die sich wiederholt. Ich aktiviere egale Wohltäterin. Ich lege diese Karte ab. Und einmal dunkler Magier, glaube ich mal. Nee, einmal dunkles Magiermädchen legen wir ab. Dann setzen wir diese Karte verdeckt in Verteidigungsmodus. Bin ich bescheuert? Ich bin richtig bescheuert. Oh, fuck. Okay, ich beende meinen Zug. Und zwar, warum bin ich bescheuert? Ich hätte Dunkelmagier auf den Friedhof legen können. Hätte diese Karte nutzen können, um den Dunkelmagier als Spezialbeschwörung zu rufen. Hätte dann die Karte legen können, hätte mir einen Dunkelmagier von meinem Deck holen können. Und bin ich dämlich. Bin ja gerade richtig dämlich.
So 2000. Wir beschwören das Dunkelmagier-Mädchen, legen einen Tribut und wir greifen sein kleines Monster direkt an. Greif an! Bam! Ich fand die schon damals übelst niedlich, die Dunkelmagier. Nein, ich bin in keine Shit-Comic-Figur verliebt oder sowas. Ich fand die schon damals extrem cool. So, ich bin in meine Runde. Och nein. Oh ja, jetzt kann ich... Oh fuck. Oh, ist das geil. Oh, das wäre so richtig pornös jetzt. Ich lege die in Verteidigungsmodus. Ich will es nicht. Nee, ich beende meinen Zug. Ich beende meinen Zug. Oh, ich kann ja eh nicht machen. 2000. Was? So eine Sache. Ich hätte vielleicht einen Verteidigungsmodus legen müssen. Oh, er kann sich einen Dunkelmagier holen. Was, wie viel Schaden muss man hier geben? Die Hälfte der Lebenspunkte muss man geben. Faszinierender Kreis setzen. Er kann eine Runde kann er nichts machen. Das ist schon mal okay. Da bin ich ein kleines bisschen geschützt. Und dann habe ich eben nur noch eine Runde, wo er mich angreifen kann. Och, der mit seiner fucking Tomate. So. Wir werden das jetzt so machen. Wir setzen diese Karte. Dann aktivieren wir diese Karte hier, können uns den dunklen Magier von unserem Deck rausholen, setzen den im Angriffsmodus, wir setzen diese Karte. Ah fuck, ich wollte die aktivieren, ah fuck, gut, okay, dann holen wir uns noch Wiedergeburt. Warum können wir die nur setzen? Gut, wir beenden uns hinzu. Die Karte ist zerstört, mal gucken, was er jetzt macht. Oh, er opfert. Für dunkle Marke? Hä? Den Sinn kenne ich gerade nicht, aber... Warum hat er jetzt zwei Monster geopfert? So, wir aktivieren dunkler magischer Vorhang. Holen uns den dunklen Magier auf unser... in unser Zug hier. Mhm. Aber ich würde am liebsten noch die Karte hier. Dann gehe ich in die Battle-Phase, zerstöre einen schwarzen Magier von mir, um seinen zu zerstören und greife ihn direkt an mit 2500, 1300 hat er und wir gehen in die Endphase. Jetzt könnten wir Glück haben in der nächsten Runde. Er holt sich einen dunklen Magier, okay. Er greift mich vielleicht an, oder? Ja. Dann aktiviere ich den Effekt Wonn Wiedergeburt. Hol mir die dunkle Magierin, Kämpferin wieder in Angriffsposition. Sie hat 3500 jetzt. Wir beschwören Silberfang. Greifen ihn an mit dunkler Magierin. Nice. Das kann nicht sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass du mich besiegen hättest können. Yugi, ich bin der größte Magier, den die Welt je gesehen hat. Vertraust auf Betrug, um zu gewinnen, anstatt Vertrauen und Respekt in den Herz der Karten zu stecken. Ankara ist weg. Bis wir uns wiedersehen, kleine Yuki. Ich bin mir sicher, ich brauche keine Einführung mehr. Zeig mir dein Gesicht, Mike. Du Feigling. Ich würde mich dir zeigen, wenn die Zeit reif ist. Und nicht früher, wenn ich erhalten habe, was mir gehört. Und du weißt genau, was ich will. Die unbegrenzte Macht des alten Pharaos, des Geistes, der in deinem Puzzle lebt. Sag mir, warum du des Pharaos Macht willst. Weil die Macht rechtmäßig meine ist. Und wenn ich sie habe, werde ich nicht mehr aufzuhalten sein. Die Welt wird mir gehören und niemand wird in meinem Wege meines Schicksals stehen. Sogar nicht du. Oh ja, pass auf. Nur auf, Mike. Ja, hör zu, Kleiner. Meine Familie ist seit Jahrhunderten untergeordnet und beschützt das Grab des Pharaos bis zu seiner Rückkehr. Und für was? Ich sollte der Pharao sein. Niemals. Du wirst die Macht des Pharaos nie nicht bekommen. Und ich werde das sicherstellen. Ha, wir werden ja noch sehen. Mein Schicksal kann nicht gestoppt werden. Siehst du es nicht? Es ist nur eine Frage der Zeit. Die drei ägyptischen Götterkarten zusammen mit dem Millenniums-Puzzle werden mir gehören. Dann werde ich Pharao und seine Altmächte entziehen und sie mir selbst geben. Mike, du wirst mich nie besiegen in einem Duell. Also wirst du nie deine gierigen Hände an meinen Puzzle bekommen. Ich verspreche dir auf den Sand von Ägypten, das Pharaos Macht wird meine werden. Ein weiteres von meinen Gedanken
verdammten Sklaven ist bereits in Battle City und wartet darauf, dich zu besiegen und dein Puzzle zu nehmen. Er hat eine ägyptische Götterkarte. Und was ist der Name dieser Karte? Vorsicht vor dem Creed One. Wir werden uns wiedersehen, Yui. Oh, fuck. Oh, wir haben die Seelentausch. Nice. Teuflische Kette. Oh, schöne Karten, die wir hier bekommen. Ja, nächstes Mal mit den Parasiten spielen. Wir sehen Joy gegen den kleinen Parasiten. Und da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.